Ab heute kann man Gary Oldman als Verkörperung des großen Winston Churchill auf der Kinoleinwand sehen und der Oscar 2018 dürfte ihm für seine Darstellung wohl kaum noch zu nehmen sein. Und damit geht es hier jetzt um die dunkelste Stunde. 1940 sieht es so aus, als könnte sich das Deutsche Reich durch schnelle militärische Erfolge einen großen Teil Europas einverleiben und auch Großbritannien muss zu jener Zeit in Erwägung ziehen, einen Frieden mit Hitler auszuhandeln. Es ist Mai 1940, als 400.000 Soldaten in Dünkirchen eingekesselt sind und Neville Chamberlains Politik als Premierminister ihn zum Abdanken zwingt. Aber wer soll ihn ersetzen? Es ist Winston Churchill, ein Mann, dem die Vergangenheit nachhängt, der maß- und respektlos sein kann, aber auch voller Kraft und Prinzipien, sodass die Menschen zu ihm aufschauen, der gegen die Bedenken des Königs und vieler Politiker zum Premierminister gemacht wird. Er hat die unmögliche Aufgabe, Politiker voller Widersprüche und ein Volk voller Angst zu einen, um sie durch die dunkelste Stunde zu führen. Vor uns liegen viele, viele lange Monate des Kämpfens und Leidens. Auch wenn viele alte und große Nationen in den Griff der Nazi-Herrschaft geraten sind. Wir werden unsere Insel verteidigen, egal was es kosten mag. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen. Wir werden auf den Feldern kämpfen und auf den Straßen. Wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden niemals kapitulieren. Die dunkelste Stunde geht heute um 26 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und startet ab heute, dem 18. Januar 2018, in den deutschen Kinos. Das ist die Verkörperung Gary Oldmans als Winston Churchill. Wir hatten ja im vergangenen Jahr schon einen Film namens Churchill, der aber nicht an diese Qualität ranreicht. Und wir haben hier in die dunkelste Stunde quasi die andere Seite von Christopher Nolans Dunkirk. Wir sehen das Gehabe auf der Machtseite, der Kampf eines Mannes, der versuchen will, ein Volk zu einen. Und das alles in einer Darstellung, die nicht bloß Oscar-würdig ist, weil so, wie sich die Preisvergabe in der Oscarsaison auch anbahnt, man fast schon sicher sagen kann, dass Gary Oldman hierfür auch den Oscar bekommen wird in Joe Wrights neuem Film, was gleichzeitig ein Biopic und historisches Drama ist, das sehr verdichtet erzählt, hinten raus immer emotionaler wird und vor allem in einer sehr, sehr tristen und traurigen Stunde der Menschheitsgeschichte zeigt, wie man gegen das Aufgeben kämpfen kann. Und das alles bei einem Charakter, der nicht bloß heroisch dargestellt wird, denn Winston Churchill ist einer mit dem Hang zum Übermaß, nicht nur was Zigarren und den Alkoholkonsum angeht, einer, der störrisch ist, der Ecken und Kanten hat, der in der einen Minute rumschreien kann und in der anderen sehr ruhig und auch sentimental daherkommt, ist es eine Kombination und Verkörperung dieser Figur, an dessen Lippen man hängen kann als Zuschauer, wenn man Lust auf diese Art Film hat. Aber es ist ein stark erzähltes Drama und eben eines, dessen Verkörperung dieser Hauptfigur alles andere als einfach ist, mit einem Gary Oldman, den man kaum wiedererkennt, nicht nur fein gewählt, sondern auch durch viele kleine Momente und Details so stark hervorsticht, dass sie eine der besten schauspielerischen Performances mindestens der vergangenen 1, 2, 3 Jahre auf der Kinoleinwand ist. Aber dazu beim Fazit noch ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast eben und um Gary Oldman, der Winston Churchill spielt. Er ist auf der einen Seite kaum wieder zu erkennen, sei es Fatsuit, aber auch die Maske, die viele Stunden gedauert haben muss, diese täglich aufzutragen vor Drehbeginn, ist ihm nicht nur der Oscar sicher, weil dieses störrische und harte und gleichzeitig überzeugte und wahnsinnige immer aufeinandertreffen in verschiedensten Sequenzen. Da könnte man als Stichpunkt nennen, wie er mit seiner Sekretärin umgeht, aber auch den Zugang, den seine Frau hat, wie Politiker und der König ihm misstrauen. Und wenn er dann auf die einfachen Menschen trifft, in einer besonderen Szene, gibt es so viele unterschiedliche Art und Weisen, wie man ihm begegnet und wie er auch anderen begegnet, dass hier ein tolles Porträt entsteht und das ist fein gespielt und eingängig. Und wie so oft gilt, die anderen spielen den König. Diese Leistung kommt zum einen natürlich von Gary Oldman selbst, aber auch die Figuren und Charaktere ringsherum, die eben genau diesen Raum lassen und ihm auch diese Anerkennung und diesen Respekt geben oder eben genau das Gegenteil machen, ihm erst zu dem, was es ist, aber ganz, ganz fein gespielt an dieser Stelle. Zum Beispiel Christian Scott Thomas ist ein Beispiel dafür zu zeigen, wie man ihn auch auf indirekte Art porträtiert. Die Frau an seiner Seite, die ihn oft auch ein Stück zurechtpfeifen kann und ein wenig klar machen in ruhigen Momenten, wie er sich zu benehmen hat und mit wem er redet. Und das ist interessant. Auf der einen Seite, genauso wie man Ben Mendelsohn sieht als König George VI., der als moralische Instanz fast unseren betrachtenden Standpunkt als Zuschauer einnimmt und skeptisch ist und dem es fast wehtut, diesen Mann ernennen zu müssen, ihm ein Stück weit Ruhm zukommen zu lassen, der aber auch nach und nach erkennt, dass in einer schwierigen Zeit er sich vielleicht geirrt haben kann. Interessant
interessante moralische Instanz, was komplettiert wird beispielsweise durch eine Lily James, die Elizabeth Layton spielt, die Sekretärin an der Seite, die wirklich am nächsten ertragen muss und was für Wutausbrüchen Churchill münden kann, aber genauso auch, wie viel man von ihm lernen kann. Und diese Konstellation dieser drei Figuren alleine rund um Churchill sind unglaublich spannend und fein gewählt. Das Ensemble ringsherum besteht aus ganz vielen Politikern. Es gibt auch kurze Sequenzen, die direkt an die Kriegsfront führen, aber es ist in weiten Teilen ein Drama, das sich eben um die Strukturen der Macht rankt und nicht an den wirklichen Schauplatz uns versucht zu transportieren. Aber es ist ein großes Ensemble mit vielen Figuren und sei es das Parlament und all die Menschen, die dort schreien und jubeln und hassen und wüten, die einfach immer wieder sehr eindrucksvoll und intensiv eingefangen sind. Das soll bedeuten, handverlesener, feiner Cast an dieser Stelle. Die Kameraarbeit ist oft sehr nah dran. Es porträtiert eben Winston Churchill. Wir haben echte Farben, tendenziell eher kühl, nichts bunt aufgeblasenes. Man merkt diese Kriegsatmosphäre und diese Anspannung immer wieder auch durch diese langen Aufnahmen, durch das Stehenlassen mancher Bilder und deren Wirkung. Nur selten werden wir an den richtigen Kriegsschauplatz rüber transportiert. Das soll dann nur unterstreichen, was woanders wütet. Und das meine ich vielleicht auch ein Stück weit mit der Idee, die andere Seite von Dunkirk, weil es ja eben zu ähnlicher oder gleicher Zeit spielt. Deswegen hat man auch auf den Szenenbildern eben zu größten Teilen Büros, das Parlament, was man sieht, das Anwesen, in dem Churchill lebt und seine Rückzugsorte, in denen er denkt und macht. Das geht dann bis hin auf die Toilette, auf der er sitzt. Und das ist dann genauso skurril wie eben auch anscheinend echt. Und da muss ich sagen, gibt es einzelne Momente, die ich lange nicht vergessen werde. Nach die dunkelste Stunde. Kostüm und Make-up. Gary Oldman erkennt man einfach nicht wieder. Das ist eine große Leistung an dieser Stelle. Und der muss wahrscheinlich jeden Tag 4 bis 6 Stunden allein in der Maske gesessen haben, bevor er überhaupt drehen kann. Sei es der Anzug oder sei es eben die Maske selber. Darunter Gary Oldman wieder zu erkennen, ist schon gar nicht so einfach. Wenn man das nicht dazu sagt, ist einfach erstklassig an dieser Stelle. Effekte gibt es keine, über die ich jetzt besonders herausragend reden möchte, weil sie einfach keinen Fokus finden innerhalb dieser Genre-Konstellation. Muss ich sagen, dass dieser neue Film von Joe Wright viele Elemente hat, die ich toll fand. Nicht nur, dass ich sagen muss, Gary Oldman muss man dafür eigentlich den Oscar geben. Es ist ausgewogen zwischen einem ernsten Part und einem zunehmend emotionaleren hinten raus. Auch wenn man dann das Gefühl hat, es gibt so eine bestimmte Szene, vor allem da weiß ich nicht, ob die sich wirklich so wiedergespiegelt hat, aber man ist irgendwie mitgehangen, mitgefangen, mit diesem Glauben, mit dieser Aufgabe, die sich Churchill gegenüber sieht. Ich finde, das ist gut gelungen, hier nicht zu überdramatisieren und gleichzeitig hinten raus zu merken, es ist schon sehr dramatisch, aber man ist mit auf eine Reise genommen worden, in der man sich nach und nach dem gefügt oder angenommen hat und verstehen kann. Es ist ein starkes Porträt. Wir haben 126 Minuten richtige Länge, die mir nicht zu langatmig vorkommt. Es ist ein Kriegsfilm weit weg vom Krieg und trotzdem gehört er mit in diese Welt hinein und es ist eben diese andere Seite von dem, was man sonst als Genrevertreter sehr oft sieht. Ich fand das wahnsinnig interessant, was vielleicht nicht so gut ist oder man erwähnen sollte, klar, historische Fakten, man weiß, wohin das Ganze münden wird. Es hat eine gewisse Vorhersehbarkeit, ist aber eigentlich nicht schlimm und wer stark gespieltes Kino sehen will, dem kann ich die dunkelste Stunde wärmstens ans Herz legen. Von mir bekommt er als historisches Drama 9 von 10 möglichen Punkten, 8,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Das einzig Kritische ist natürlich, wenn du ein Porträt nimmst und eine wirklich grandiose Leistung, muss man darauf natürlich Lust haben, weil es geht um einen Mann und um einen Mann, der auch bei vielen für kontroverse Diskussionen gesorgt hat und den nicht jeder mögen muss. Aber es ist eben keine Handlung mit einem großen Blick und vielleicht etwas, mit dem sich jeder identifizieren kann. Das vielleicht noch ein bisschen mit da auf den Weg gegeben an dieser Stelle. Und da bin ich am Ende meiner Review zu. Die dunkelste Stunde ab heute in den deutschen Kinos und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.